Journalismus ist ja vielfach als das Zeitgespräch der Gesellschaft beschrieben worden. Journalismus beobachtet die Gesellschaft, Journalismus synchronisiert die stets auseinanderdriftenden Teile der Gesellschaft und bringt sie im Zeitgespräch immer wieder zusammen. Dazu brauchen wir einen freien und unabhängigen Journalismus, frei von politischen und auch von wirtschaftlichen Einflüssen. Wir brauchen einen Journalismus, der die zentralen und relevanten Themen der Zeit auswählt, der dadurch informiert und der zugleich die Mächtigen aus Politik und Gesellschaft kontrolliert, der Missstände aufdeckt und Machtmissbrauch anprangert. Doch wer kontrolliert die Kontrolleure? Kann sich der Journalismus selbst kontrollieren? Werden Medienunternehmen, Redaktionen, Einzeljournalisten ihrer großen Verantwortung gerecht? Zu diesen Fragen begrüßen wir heute einen erfahrenen Kenner der Branche, einen, der sich intensiv auch mit ethischen Fragen und mit den Werten unserer Gesellschaft beschäftigt hat. Er hat 27 Bücher geschrieben, darunter Titel wie Redet Geld, schweigt die Welt, was uns Werte wert sein müssen oder Der Ehrliche ist der Dumme über den Verlust der Werte. Unser Referent wurde 1942 in Tokio geboren, nach einer Kindheit und Jugendzeit in Japan, Heidelberg und Paris studierte er Jura. Nach dem Staatsexamen kam er, wie er selbst sagt, durch Zufall zum Journalismus, war Redakteur der Fernsehsendung Monitor und ARD-Korrespondent in Washington und in Paris. Von 1981 bis 1984 leitete er das ARD-Studio in New York und danach das Studio in Paris. Zwischen 1991 und 2006 wurde er als erster Moderator der ARD-Nachrichtensendung Tagesthemen bekannt und Sie alle kennen ihn als den Mr. Tagesthemen. Begrüßen wir ganz herzlich in Eichstätt Ulrich Wickert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie mal zu sehen. Ich lasse das immer offen, ob die Leute, die in der Mattscheibe sind, auch rausgucken können. Eines Tages, als ich bei den Tagesthemen war, bekam ich einen Zuschauerpost von einer Dame, die schrieb, ich habe einen neuen Teppich, wie gefällt er Ihnen? Also es gibt Leute, die das glauben. Ich möchte heute Abend zu einem ernsten Thema mit Ihnen sprechen, Macht und Verantwortung der Medien. Aber obwohl ich hier an einer Universität bin, werde ich mit Ihnen darüber nicht von der wissenschaftlichen Seite her sprechen. Ich bin kein Wissenschaftler, sondern ich bin ein Handwerker. Aber jedes Handwerk verlangt auch nach Regeln und so tut es auch der Journalismus. Und meines Erachtens darf eine Regel dann auch idealistisch sein und sogar einen absoluten Anspruch einnehmen. Weshalb sollten wir, die wir in einer Demokratie mit dem Grundgesetz gewährter Pressefreiheit leben, uns nicht auf die Aufklärung berufen? Besser noch auf diesen Herrn Kant, der die Frage beantwortete, was Aufklärung sei. Er sagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und er definiert, Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache nicht am Mangeln des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Ich glaube, das ist sehr aktuell und Kant sagte damals schon, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das würde ich sagen, das gilt heute immer noch. Das war damals der Wahlspruch der Aufklärung.
Und der Text trägt ein Datum vom 30. September vor bald mehr als 230 Jahren. Aber es haben meines Erachtens immer noch nicht alle kapiert. Und die Wirklichkeit entspricht dem Ideal immer noch nicht. Das hat der Menschenkenner Kant aber auch schon vorhergesehen. Er sagt, Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein großer Teil der Menschen dennoch gerne zeitlebens unmündig bleibt. So hat der Handwerker nicht nur eine Regel zur Hand, sondern er hat auch eine Aufgabe. Wer Journalismus lernt, sollte die Regeln kennen, wie das Handwerk gut ausgeübt werden kann. Und zu dieser Aufklärung, so Kant, wird nichts erfordert als Freiheit. Und zwar die unschädlichste aller, unter allen, was Unfreiheit heißen mag, nämlich die, von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Lassen Sie uns also über die Freiheit nachdenken, die dem Handwerker die Freiheit gibt, seiner Arbeit nachzugehen. Lassen Sie uns aber auch über Macht sprechen, die dem Handwerk aus dieser Freiheit erwächst und welche hohe Verantwortung Freiheit und Macht dem Journalisten aufbürden. Welche Freiheit meinen wir? In den letzten Jahren hat die technologische Revolution die Verbreitung von Informationen so vereinfacht und schneller gemacht, dass heute vom Informationszeitalter gesprochen wird. Waren 1848 die Revolutionäre bereit, für die Pressefreiheit zu sterben, so ist das heute, bald 170 Jahre später, die Pressefreiheit oder besser gesagt die Freiheit des Transportes von Informationen kaum noch zu bremsen. Vor ein paar Jahren war es so. Überall in der Welt schalteten Millionen von Menschen den Fernseher zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ein. Etwa weil sie wussten, gleich beginnt die Übertragung einer Videoaufzeichnung. Einer Videoaufzeichnung, die ein Verhör zeigt, bei dem der amerikanische Präsident Bill Clinton zu sexuellen Vorgängen mit einer Praktikantin in allerlei Einheiten befragt wurde. Ist das die Freiheit, die wir meinen? Diejenigen, die um die Freiheit der Presse kämpften, wollten das Recht haben zu informieren, die Politik zu kritisieren, demokratische Ideen zu verbreiten. Diejenigen, die Bill Clintons Video verbreiteten, wollten Quote und Auflage machen, was Geld bedeutet. Vielleicht behaupteten sie, zu informieren. In Wirklichkeit stellten sie aber an den Pranger. Nach europäischer Auffassung ist es ein Rechtsbruch, wenn die Vertraulichkeit von Vernehmungen eines Gerichts missachtet wird, und sei es auch nur durch einen parteipolitisch motivierten Beschluss eines Parlaments. Aber wie viele Journalisten haben sich mit dem Thema des Rechtsbruchs beschäftigt? Ein in Informationsaufnahme nicht geübter Leser kann sich aus der Flut der Information, die etwa eine Presseagentur den ganzen Tag ausstößt, nur schwer ein Bild von der Wirklichkeit machen. Zu Hilfe bedarf es der Fachleute, die aussondern und die für ihr Publikum, für ihre Leser, für ihre Zuschauer die wesentlichen Meldungen aussortieren und zusammenfassen. Nun hat sich einiges in den letzten Jahren natürlich verändert durch die Existenz des Internets. Das Internet ermöglicht uns, weltweit Informationen zu transportieren. Es hat, wie wir gesehen haben, gerade in den sogenannten arabischen Frühling, auch eine starke politische Komponente. Aber wenn Sie das Internet als globales Transportmittel nehmen, transportiert es meines Erachtens zu 90% erst einmal Müll. Aber das Problem ist, wie wissen Sie, wie weiß der Leser, was von den 100% Informationen, die transportiert werden, was davon Müll ist oder nicht? Aber wir müssen uns damit beschäftigen, denn je mehr Müll Sie lesen, desto weniger Zeit haben Sie, andere Dinge aufzugreifen. Und ich sage immer, Müll im Kopf ist auch Umweltverschmutzung.
Nun ist es so, dass immer weniger Journalisten, immer weniger Presseerzeugnisse sich der Vorgänge annehmen, die ein kämpferischer Demokrat 1848 gern veröffentlicht hätte. Etwa, dass der Staat den Informantenschutz und die Pressefreiheit scheibchenweise wieder aushöhlt. Und in den vergangenen Jahren haben sich die Vorgänge gehäuft, in denen Redaktionsräume durchsucht, die Telefonate von Journalisten über Datenträger kontrolliert und von den Strafverfolgungsbehörden erfasst wurden. Aber wie unverfroren die Geheimdienste im jetzigen NSA-Skandal mit heimlicher Duldung auch der deutschen Regierung den Freiraum der Bürger missachten, geht weit über die Ängste eines George Orwell in seinem Roman 1984 hinaus. Und Journalisten, die lieber Bill Clinton auf Videobändern sehen wollen, haben immer weniger Platz im Kopf für kritischen Journalismus. Damit beginnt die Banalisierung der Öffentlichkeit. Häufig glauben sie, es sei kritischer Journalismus, wenn man den mächtigsten Mann der Welt in dieser schrecklichen Situation sieht. Das hatten diejenigen aber nicht im Sinn, die für die Pressefreiheit auf die Barrikaden gingen. Und da beginnt die Ausnutzung der Freiheit fragwürdig zu werden. Voyeurismus dient sicherlich nicht der Aufklärung, höchstens der Unterhaltung und weniger dem Wohl der Gemeinschaft als dem Abbau der Werte unserer Zivilisation. Die Banalisierung der Öffentlichkeit nimmt zu, als Folge des seit Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts zunehmenden Wettbewerbdrucks. Selbst die besten deutschen Zeitungen nehmen sich nicht immer die notwendige Zeit zu überprüfen, was sie melden. Im Journalismus spielt die Schnelligkeit seit einiger Zeit eine zu große Rolle. Erste Maxime des Handelns für einen Journalist sollte die Glaubwürdigkeit sein. Die zweite, der Nutzen der Meldung für den Empfänger. Drittens, erst dann kommt die Schnelligkeit, mit der die Meldung zum Leser oder Hörer oder Zuschauer gelangt. Nun herrscht zwischen den Presseagenturen, aber auch zwischen den Fernsehanstalten ein harter Wettbewerb, und derjenige, der als Erster eine wichtige Meldung verschickt, hat einen Wettbewerbsvorteil oder er glaubt, einen zu haben. Selbst seriöse Zeitungen, wie zum Beispiel jene Zeitung, hinter der stets ein kluger Kopf steckt, halten sich eher daran, das Exklusive schnell zu berichten, als zu kontrollieren, ob es richtig sei. Vor einiger Zeit stand auf der ersten Seite dieser Tageszeitung ganz exklusiv eine Sensation, die kein anderer Journalist auf der Welt erfahren hatte. Putin, so stand da in einem großen Artikel, habe einen vertraulichen Brief an den amerikanischen Präsidenten geschrieben und ihm wegen der amerikanischen Pläne für einen Raketenabwehrschirm die Neuordnung der internationalen Gemeinschaft auf der Basis der Vernunft vorgeschlagen, was, so die FAZ, ich zitiere, nach langer Zeit wieder zu einer großen Abrüstungsrunde führen könnte. Die Leser werden sich über die Entwicklung hin zum großen Frieden in der Welt gefreut haben. Der brisante Brief stammte allerdings nicht von Putin, sondern ein liberaler Duma-Abgeordneter, der in Berlin gerade an einem Bertelsmann-Konferenz teilgenommen hatte, hatte diesen Brief verteilt. Geschrieben hatte er ihn am Abend zuvor nach einem großen Zechgelage. Die Teilnehmer der Konferenz waren zuerst irritiert, aber bald wieder beruhigt, nachdem ihnen klar geworden war, dass Putins Brief ein Scherz war. Aber eine wichtige Quelle hat das Scherzpapier der FAZ zugespielt, die vermutlich aus der Angst heraus, die Exklusivität zu verlieren, nicht ausreichend recherchierte. Sie wollte als erste, ja als einzige Zeitung der Welt mit dieser Nachricht herauskommen, um dann von aller Welt als Quelle zitiert zu werden, was das Ansehen und vielleicht auch den Marktwert steigert. Gut, solche Falschmeldungen desorientieren kurzfristig,
aber der Schaden kann korrigiert werden. Zur Orientierungslosigkeit trägt allerdings bei, wenn die Medien auf ein Thema springen und dies Tag um Tag, Woche um Woche zur Hauptsache machen, sie ihre Aufmerksamkeit in Wirklichkeit aber einer Nebensache widmen. Tatsächlich verdrängt dieser Mechanismus der Aufregung, aufmerksam zu vermitteln, die Auseinandersetzung mit den Themen, die Orientierung verlangen. Denn der Mensch hat nun einmal nur eine beschränkte Fähigkeit zur Wahrnehmung. Aufklärung heißt auch Orientierung geben. Und eigentlich konnten Sie in dem letzten Jahr des Wahlkampfes in der Bundesrepublik einmal ganz genau studieren, wie fast alle Medien die Nebensachen transportiert haben, insbesondere was Per Steinbrück betraf und nicht mit den Inhalten der Wahlprogramme der Parteien sich beschäftigten. Es wurde von den Journalisten hauptsächlich gesagt, das sei ein langweiliger Wahlkampf gewesen. Das lag aber auch an den Journalisten selbst, weil sie sich nicht mit den Themen, mit den gesellschaftlichen Themen befasst haben. Ja, Per Steinbrück, was wurde ihm alles vorgeworfen? Lauter Petitessen, würde ich sagen, die keine wirkliche Relevanz gehabt haben. Ob er nun sagt, dass er keinen Pinot Grigio trinkt oder was auch immer das, der weniger als 5 Euro kommt, all das ist Quatsch, ist unwichtig, wenn man sowas sagt. Aber es wird transportiert und es verdeckt natürlich dann die Inhalte. Es wird nicht über die Inhalte gesprochen, sondern es wird über diese Dinge gesprochen, die angeblich ihn lächerlich machen. Beim deutschen Journalismus habe ich da das Gefühl gehabt, er ist unkritisch geworden. Das haben übrigens interessanterweise ausländische Nachrichtenmagazine festgestellt, weil die sagten immer, warum schreiben alle so positiv über Frau Merkel, die im Wahlkampf nun gar keine Inhalte vermittelt hat, was ihre Wahltaktik gewesen ist, und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Und warum diskutiert man nicht die Probleme der Gesellschaft und was inhaltlich vorgeschlagen wird? Also meines Erachtens bin ich da immer noch der Auffassung, Aufklärung heißt Orientierung geben. Das bedeutet, dass die Journalisten sich selber mit den Inhalten auch mal befassen müssen. Nun ist Kommunikation ein Teil der Kultur, die wiederum eine wichtige Bedeutung für die Bildung und Ausformung von Werten hat. Denn Werte müssen gelernt werden und das werden sie durch die Darstellung der Wirklichkeit oder vielmehr einer Wirklichkeit, sei es die vorgelebte oder die vorgeflimmerte. Weil nun davon ausgegangen wird, dass die Wirkung der Bilder einen erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft hat, wächst der Ruf nach einer Medienethik. Diese Forderung ist besonders laut geworden, nachdem sich Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts die Fernsehlandschaft in Deutschland erheblich verändert hat, weil das Kommerzfernsehen eingeführt worden ist. Die Ausweitung der Massenmedien ist verantwortlich für eine Art umgekehrter Kulturrevolution und für die Veränderung der Kommunikation, die auf den Bestand der Werte einen unheilvollen Einfluss hat. Denn das Motiv der Kulturverbreitung durch das Fernsehen ist nicht mehr der Bildungsauftrag, auf den sich die Öffentlich-Rechtlichen bisher beriefen, sondern ausschließlich der materielle Gewinn. Um diesen Gewinn zu machen, wird alles in Kauf genommen, besonders der Appell an die niedrigen Instinkte des Menschen, die zu beschränken doch Aufgabe der ethischen Werte sein sollte. So entsteht ein Konflikt zwischen Ethik und Gewinn, der inzwischen auch denen unheimlich geworden ist, die die politische Verantwortung tragen. Das Bewusstsein, dass sowohl der Zuschauer als auch der Abgebildete im Besitz der Menschenwürde sind, wird von Journalisten der Massenmedien immer wieder in den Hintergrund gedrängt. Es gibt wenige Redaktionen, die journalistisch eingreifen und schon mal eine Einstellung von einem sterbenden Menschen aus einem Bericht nehmen, weil diese Darstellung der Würde, dass die Würde des Menschen verletzt, ohne den Nachrichtenwert zu steigern. Der kritische Journalismus
weicht leider immer häufiger dem Betroffenheitsjournalismus. Nicht der Inhalt der journalistischen Arbeit ist bedeutend, sondern die emotional vermittelte Betroffenheit, die Bilder beim Leser oder Zuschauer auslösen können. Und dabei ist nicht mehr das gedruckte Wort wesentlich, sondern das sensationelle Bild. In der Betroffenheit liegt aber auch der Kern der Macht, die vom Journalismus ausgehen kann. Wenn Sie sich mal vorstellen, was das Fernsehbild alles beeinflusst, ohne dass wir es zum großen Teil merken. Das Bild des Menschen, wie er aussehen soll, ist in den letzten Jahren gerade durch das, was im Fernsehen transportiert wird, sei es in den Nachrichten, aber sei es besonders in den Unterhaltungssendungen, bestimmt worden. Bestimmt wird, was ist schön. Bestimmt wird, wer ist schön. Bestimmt wird, was muss ich tun, um schön auszusehen. Wer über das Bild verfügt, hat Macht. Wir sehen es immer wieder, wenn Unglücke passieren. Wenn Bilder vorhanden sind, dann erschrecken sie vielleicht den Zuschauer und er ist bereit zu spenden. Ob es Haiti ist, wir haben Bilder. Ob es der Tsunami war, wir haben reagiert und geholfen. Aber es gibt Probleme in dem Moment, in dem wir aus Ländern berichten, aus denen das Berichten schwer ist, aus dem Iran zum Beispiel. Da haben wir dann auf Bilder zurückgegriffen, die wir über das Internet bekommen. Das ist manchmal äußerst schwierig zu kontrollieren, ob es Bilder sind, die von heute stammen, wenn wir darüber berichten oder nicht. Wir sehen es gerade auch im Falle Syrien. Da gibt es immer wieder Bilder, aber wir wissen nicht, wer sie uns liefert und was die Glaubwürdigkeit ist. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass Bilder politische Wirkung haben können. Das Geschehen in Syrien erinnert mich an ein ganz konkretes Beispiel zu dem Thema die Macht der Bilder auf die Politik. Dieses Beispiel lässt mich auch im Fall Syrien ganz vorsichtig sein bei der Frage, soll man wegen des Gasangriffes zu einer Strafaktion ausholen? Mein Beispiel stammt aus der Zeit des Bürgerkriegs in Bosnien. Anfang Februar 1994 wurde Sarajevo täglich von bosnischen Serben beschossen. Die UN-Blauhelme zeigten sich hilflos. Die Verhandlungen waren zum Stillstand gekommen. Es lief nichts mehr, wie man so sagt. Einige Monate zuvor hatte der amerikanische Außenminister Warren Christopher erzürnt verkündet, die Außenpolitik der USA dürfe nicht vom Fernsehen gemacht werden. Die US-Regierung hielt sich im Bosnien-Konflikt zurück. Die Europäer hatten einen kohärenten Plan vorgelegt, so sagte damals der französische Außenminister Alain Juppé, aber die Russen trieben die Serben zur Unnachgiebigkeit und die Amerikaner hielten die Muslime nicht ab, den Krieg fortzusetzen. Warren Christopher reagierte nicht auf den europäischen Vorschlag, die Muslime zur Annahme der westlichen Friedenspläne zu bewegen. Juppé sagte damals, Christopher wollte nicht den mindesten Druck ausüben und er blieb taub gegenüber meinem Argument, dass nach einem Abzug der UNO-Sicherheitstruppen die Amerikaner mit ihren Versprechungen an die Muslime allein dastünden. Das Verhalten der US-Regierung stand jedoch im Einklang mit den Umfragen bei den amerikanischen Wählern. 65% der Amerikaner meinten, ihr Land solle sich aus dem Konflikt in Bosnien-Herzegowina heraushalten. Doch nun entfaltet die durch grausame Bilder entfachte Betroffenheit ihre Macht. An einem Samstag, ich erinnere mich noch ganz genau, denn ich war in der Redaktion, gegen 15 Uhr piepten überall in den Redaktionen die Nachrichtenmonitore. Eine Eilmeldung berichtete von einem Blutbad auf dem Markt von Sarajevo. Verursacht durch den Einschlag einer Granate starben 70
80 Menschen, wurden Hunderte verletzt. Und kurze Zeit darauf werden die ersten grauenvollen Bilder überspielt. An diesem Nachmittag nimmt der amerikanische Verteidigungsminister William Perry an der Wehrkundetagung in München teil. Von dem Blutbad unterrichtet, meint er vorsichtig, falls andere Druckmittel nicht ausreichten, stünden stärkere Maßnahmen zur Debatte. Dagegen forderte der belgische Außenminister Willy Klaas sofort Luftangriffe gegen serbische Positionen rund um Sarajevo. Er sagte, es ist unsere moralische Pflicht, einen Trennstrich zu ziehen und den Serben klar zu zeigen, dass sie zu weit gingen. Überall in der Welt laufen an diesem Tag diese Bilder in den Nachrichtensendungen. Kaum hat der damalige französische Außenminister Alain Juppé sie in den Abendnachrichten in Frankreich gesehen, griff er zum Telefon und rief den damaligen deutschen Außenminister Klaus Kinkel an und sagte, wir müssen etwas machen. Und Klaus Kinkel sagte, jawohl, er hat die Nachrichten auch gesehen. Daraufhin ruft Alain Juppé den US-Außenminister Warren Christopher an und sagt, die NATO müsse nach diesem Massaker dafür sorgen, dass die Belagerung von Sarajevo aufgehoben wird. Juppé machte dem US-Außenminister den Vorschlag eines 10-tägigen Ultimatums an die Serben. Christopher dagegen schlägt einen Vergeltungsschlag gegen die serbische Artillerie vor. Wegen der Zeitverschiebung laufen die grausamen Bilder in den amerikanischen Fernsehnachrichten erst 6 Stunden später. Und schon am nächsten Morgen, also nicht 24 Stunden, nachdem die Fernsehbilder über die zerfetzten Körper, die stöhnenden Verletzten, das Blut auf dem Marktplatz von Sarajevo gesendet wurden, macht ABC News eine neue Umfrage. Sie ergibt, dass in den USA das Meinungsbild sofort nach der Ausstrahlung der grausamen Bilder umgeschlagen war. Jetzt befürworten 60% der Bevölkerung Luftangriffe der US Air Force und der Europäer. Daraufhin schwenkte die amerikanische Regierung um. Nun ist bis heute nicht geklärt, wer die Granate abgeschossen hat. Es wurde eine Kommission eingesetzt, die das untersuchen sollte. Aber niemand weiß, oder zumindest hat die Kommission es nie bekannt gegeben, ob diese Granate tatsächlich von Serben abgeschossen worden ist. Das weiß keiner. Und das zeigt uns natürlich auch die Fragwürdigkeit dieser ganzen Geschichte, die da passiert ist. Und daran denke ich, wenn ich vom Giftgaseinsatz in Syrien höre. Das zeigt aber, dass sich aus der Macht des Mediums eine besondere Verantwortung für den Journalisten ergibt. Wichtig ist, dass der Journalist weiß, worüber er berichtet. Wichtig ist, dass er das Wichtige vom Unwichtigen trennt. Nicht jeder Fehlernamen an irgendeinem Flughafen sollte gemeldet werden, denn dies führt zu Orientierungslosigkeit und Übersättigung von Nachrichten. Und Übersättigung bedeutet, zu viel Unwichtiges erschlägt das Wichtige. Verantwortung wahrnehmen bedeutet auch, ausgewählte Nachrichten in den Vordergrund zu stellen. Und wichtig ist, das gehört auch zur Verantwortung, die Wirkung der Meldung zu berücksichtigen. Da will ich Ihnen ein anderes Beispiel nennen, das zeigt, was eine von den Medien transportierte Aufregung bewirken kann. Manch einer von Ihnen wird sich erinnern an die Ölplattform Brent Spar. Das war 1995. Diese Ölplattform Brent Spar sollte im Nordatlantik versenkt werden. Sie gehörte zu 50% der Firma Shell, zu 50% der Firma Esso. Nun begann Greenpeace eine Kampagne gegen Shell und sagte, Shell würde mit dieser Ölplattform Tonnen giftigen Schlamms versenken. Die Medien haben die Argumente von Greenpeace transportiert und Deutschland begann eine Boykottkampagne gegen Shell. Nicht gegen Esso, sondern nur gegen Shell. Und die damalige Umweltministerin Angela Merkel schrieb einen Drohbrief an ihren englischen Kollegen und sagte, die britische Regierung solle doch alles tun, um zu verhindern, dass diese Ölplattform im Nordatlantik versenkt werden würde. Ja,
Der Druck durch die Medien wurde in Deutschland so groß, dass sich auch der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl an die britische Regierung gewandt hat. Nun muss man eins wissen, die britische Regierung hat sich geweigert einzugreifen, weil sie gesagt haben, alle gesetzlichen Vorgaben sind eingehalten worden. Aber trotzdem, Brent Spa wurde dann nicht versenkt, sondern beschloss, diese Plattform nach Norwegen zurückzuziehen und sie dort in Stücke zu zerlegen. Einige Wochen später wurde festgestellt, die Behauptung, mit der Ölplattform würde giftiger Schlamm versenkt, war falsch. Das heißt, die ganze Kampagne basierte auf einer Behauptung, die nicht richtig war. Trotzdem wurde einige Monate später von 15 Ländern der Beschluss gefasst, Ölplattformen dürfen im Nordatlantik nicht versenkt werden. Meines Erachtens bedeutet Verantwortung als allererstes Respekt der Regeln. Und die wichtige Regel ist sicherlich die Achtung der Menschenwürde. Und die Menschenwürde kann auf zweierlei Arten verletzt werden. Auf der einen Seite die Würde des Zuschauers, auf der anderen Seite die Würde desjenigen, der im Bild gezeigt wird. Und ich will Ihnen ein Beispiel dafür nennen, wie wir einmal bei den Tagesthemen darüber diskutiert haben, ob wir in einen Bericht eingreifen sollen oder nicht. Wichtig ist ja, dass eine wichtige Nachricht transportiert wird. Durch den Eingriff in einen Bericht darf also eine Nachricht nicht verhindert werden. Es gab im Bürgerkrieg von Bosnien eine ganze Reihe von Massakern auf allen Seiten und unser Korrespondent in Bosnien hatte uns einen Bericht geschickt über ein Massaker in einem Dorf. Und auf den Bildern sehen wir die Dorfbewohner auf dem Friedhof stehen, vor den Särgen. Die Särgen sind, das ist dort wahrscheinlich Usus, offen, dass man die Toten noch einmal sehen kann. Und dann fährt die Kamera groß auf das Gesicht eines der Toten und man sieht, die Augen sind rausgeschnitten worden. Also ein furchtbares Bild. Und da haben wir sofort beschlossen, dieses Bild können wir nicht senden. Das reicht, wenn wir den Bericht von der Beerdigung senden. Damit transportieren wir die Nachricht von dem Massaker. Aber wir würden die Würde des Toten nicht berücksichtigen, aber auch die des Zuschauers nicht, der überhaupt nicht vorbereitet ist auf solch ein Bild und wahrscheinlich fürchterlich erschrecken würde. Es gibt aber leider immer wieder Beispiele, wo man merkt, hier hat eine Redaktion der Sensation den Vorrang gegeben. In einer Nachrichtensendung, also ich will den Sender nicht nennen, es war ein öffentlich-rechtlicher, aber nicht die ARD. Da sehe ich also abends einen Bericht über einen Bankraub in Los Angeles. Wir berichten ja noch nicht einmal über jeden Bankraub in Deutschland, aber da kommt nun ein Bericht aus Los Angeles und Sie können sich fragen, warum ist dieser Bericht nun in den 19 Uhr Nachrichten. Naja, in Los Angeles ist es so, das wissen Sie wahrscheinlich, da fliegen immer irgendwelche Hubschrauber rum mit Kameraleuten drinnen und die hören den Polizeifunk, weil man nie weiß, ob da unten nicht einem Promi irgendwas gerade passiert und man das sofort drehen kann. Und so kriegt auch ein Hubschrauber, in dem ein Kameramann sitzt, mit, dass an irgendeiner Ecke ein Bankraub gerade stattfindet. Die fliegen also dahin und dann sieht man im Bild, wie die Bankräuber aus der Bank rauskommen und man sieht, wie die Polizeiwagen ankommen, die Bankräuber mit dem Auto fliehen, die Polizei hinterher fährt, fahren auf einen Parkplatz eines großen Supermarkts, die Polizei kesselt den ein und dann kommt ein Shootout, wie sich das ja in Amerika so gehört, unserer Vorstellung nach. Das wird alles berichtet bis hin zum Erschießen der Bankräuber durch die Polizei. Sehen Sie alles in den berühmten 1,30. Und das ist meines Erachtens unethisch. Es ist eine Nachricht, eine Information, die Ihnen überhaupt nichts bringt. Das ist reiner Voyeurismus, der hier bedient wird. Meines Erachtens darf man solch einen Bericht nicht senden.
Es gibt ja gar keinen Grund, dies zu vermitteln. Es gibt keinen Gewinner und Aufklärung. Aber es ist häufig nicht einfach. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, und es ist auch wichtig, dass man darüber diskutiert. Ich erinnere mich, und wir sind ja jetzt hier unter uns, an eine Geschichte aus der Arbeit bei den Tagesthemen. An einem Samstag ist eine Skifahrerin, Ulrike Meyer, verunglückt. Die Verunglückte war mit dem Kopf gegen einen Pfahl gestoßen. Und auf den Bildern, die wir über die Agenturen bekamen, sah man den toten Körper dann die Piste runterrutschen. Späten Nachmittag kommt der Chef vom Dienst zu mir und sagt, mit der Geschichte machen wir auf, das ist doch sensationell und so weiter und so fort. Und ich sage zu dem, das meinst du nicht in Ernst, wir sind nicht die Bild-Zeitung, das machen wir nicht. Nun gibt es bei den Tagesthemen viele Konferenzen und da gibt es eine Konferenz um 19.20 Uhr, da wird dann darüber diskutiert, wie ist die Reihenfolge und der bin ich häufig nicht gegangen, weil ich da gerade dabei saß, an Moderationen zu schreiben und so weiter und so fort. Und da ging dann der Moderationsredakteur oder Moderationsredakteurin hin und kam dann zurück mit dem Zettel, das und das ist der Ablauf. Und da kommt der Moderationsredakteur zurück zu mir und sagt, also die haben beschlossen, wir machen mit dem Bericht über die Skifahrerin auf. Und da habe ich gefragt, wer ist der höchste Hierarch gewesen, der bei der Konferenz dabei war? Und da hieß es der Chefredakteur. Dann bin ich zum Chefredakteur gegangen und habe dem Chefredakteur gesagt, diese Sendung werde ich nicht moderieren, wenn wir mit der Skifahrerin anfangen. Das war der natürlich in einer ziemlich blöden Situation, weil irgendjemand musste die Sendung ja moderieren. Er hat gesagt, ja, wie würden Sie sich das denn vorstellen? Da habe ich gesagt, naja, das stelle ich mir so vor, wir müssen natürlich darauf eingehen, aber wir haben ja in den Tagesthemen einen Sportblock, dann kommt das in den Sportblock und dann ist die, erstens mal machen wir den Schnitt, wenn sie stürzt, aber bevor es gegen den Pfahl kommt, da wird der Schnitt gemacht. Und zweitens ist der Schwerpunkt der Thematik, warum werden Skirennen immer gefährlicher, damit sie im Fernsehen nämlich wirken. Das ist einer der Hintergründe dabei. Also hat er gesagt, na gut, dann machen wir das eben so. Dann ging ich raus, vor der Tür stand die Redaktion. Na, was machen wir? Sag ich, wie ich das gesagt habe. Ah, toll, ich sage, ihr Idioten, ich habe ein anderes Wort benutzt. Aber ihr habt alle in der Redaktion gerade gesessen, in der Konferenz und habt Schnauzen nicht aufgemacht. Gut, wir haben das so gemacht. Jetzt ist am nächsten Morgen, wie üblich, wieder die Konferenz, in der besprochen wird, was am Tag vorher war, wie wir zufrieden waren mit der Sendung oder nicht und was wir am nächsten Tag machen. Und alle dachten, jetzt kommt es hier zum Shootout, könnte ich ja sagen. Aber bevor irgendjemand etwas sagte, meldete sich der Chefredakteur und sagte, für die, die gestern nicht dabei waren, will ich mal schildern, was gewesen ist. Schildert das ganz sachlich und dann sagt er, ich habe heute Nacht nachgedacht. Der Wickert hatte recht. Und das rechne ich ihm hoch an, dass er das gemacht hat. Das hat in der Redaktion nämlich unglaublich etwas bewirkt. Es hat bewirkt, dass die Redakteure gesagt haben, über ethische Themen können wir diskutieren und wir können uns auch weigern, etwas mal nicht zu tun, wenn wir der Meinung sind, es entspricht nicht meinen ethischen Vorstellungen. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man so etwas vermittelt. Wir haben immer wieder mal diese Thematiken diskutiert. Aber bei den Tagesthemen und bei ARD aktuell, also bei der Tagesschau, hat es sich durchgesetzt, dass wir ganz streng vorgehen und sagen, lieber mal ein Bild nicht bringen, als die Würde des Menschen zu verletzen. Und das ist wichtig. Das führt natürlich auch dazu, dass mal das eine oder andere vielleicht nicht als Story hat, was andere haben, was auch in der ARD dann zu Diskussionen führt. Aber auch das ist ja gut. Denn ich bin der Meinung, Diskussion über ethische Vorgehen gehört mit in den Bereich unserer Verantwortung. Es geht auch in andere Richtungen.
wenn es um die Frage geht, wie wir welche Themen behandeln und wie häufig. Das hat damit zu tun, dass wir sagen, wir müssen Orientierung geben. Nun tauchen ja immer wieder Seuchen auf. Und die Presse findet Seuchen ganz toll. Sie kann dann schreiben, dass die und die Grippe wahrscheinlich 100.000 Tote verursacht. Kommt ja immer wieder, Schweinegrippe oder Vogelgrippe, und dann wird immer erzählt, wie viele Millionen Tote es gleich geben könnte. Aber ich erinnere mich ganz besonders an die BSI-Seuche. In den deutschen Medien war sie wochenlang präsent und es war absolut furchtbar. Es gab immer nur dieses eine Bild dieser schottischen Kuh, die da so rumwackelte. Ja, in Deutschland gab es zwar keine durch BSE ausgelösten Todesfälle, ist niemand dran gestorben, aber niemand aß mehr Fleisch, außer mir. Ich kämpfte in der Redaktion immer gegen Seuchenkampagnen. Aber es war in der Redaktion immer schwierig, weil ich der Einzige war, der dagegen war. Aber BSE war vorbei, aber dann kam Gott sei Dank die Maul- und Klauenseuche. Die war nicht ganz so schlimm, aber irgendwann gab es auch darüber nichts mehr zu berichten. Und da sagte jemand in der Redaktion doch tatsächlich, es gibt die Modderhinke. Keiner von uns wusste, was die Modderhinke ist. Die Modderhinke bekommen Schafe und Schweine, weil sie immer in ihrem eigenen Mist stehen und wegen der Maul- und Klauenseuche nicht transportiert werden durften. Gott sei Dank haben dann alle sehr gelacht und es wurde dann nicht mehr berichtet. Aber auch wenn anderswo eine Bombe hochgeht, berichten wir sehr gerne. Und ich möchte mal Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass es in Radionachrichten, besonders am Wochenende, immer ganz viele Attentate gibt. Interessanterweise stehen die montags dann nicht in den Zeitungen. Das ärgert mich immer. Warum müssen Radionachrichten immer mit Attentaten anfangen? Das Radio ist ja kein Bildmedium. Jeden Tag gibt es ja irgendwelche Attentate, wenn ich im Irak, dann in Afghanistan, manchmal im Iran, Pakistan, gibt auch in Lateinamerika welche. Bei uns gibt es Attentatsdrohungen, da kann man auch wieder berichten, dass irgendwas geräumt wurde. Zur Not ist irgendjemand in Amerika mit einer Bombenattrappe gefasst worden. Man kann damit die Nachrichten schon vollkriegen. Nun müssen wir uns überlegen, welche Folgen unsere Berichterstattung haben. Ich will Ihnen davon ein kleines Beispiel geben, denn wahrscheinlich erinnern Sie sich daran, dass es in Bali ein großes Attentat vor einer Disco gab mit sehr vielen Toten. Darunter waren besonders viele Neuseeländer, weil Bali das Sylt der Neuseeländer ist. Deutschland wurde auch viel darüber berichtet, wie überall in der Welt, weil Bali ja ein Touristenort ist. Und wir hatten nun in der Redaktion einen Kollegen, der immer sofort von einer hochgegangenen Bombe berichten musste. Man musste ihn stets bremsen. Das war derjenige, der auch die Sendung anfangen wollte mit der gestürzten Skifahrerin. Dieser Kollege heiratete, fuhr nach Bali in Urlaub. Und in Bali stellte er fest, dass der Tourismus völlig zusammengebrochen war, dass es den Balinesen wirtschaftlich katastrophal ging. Daran merkte er erst, welche Folgen die Berichterstattung gehabt hat. Und das war sehr heilsam, denn als er zurückkam und mir das alles erzählte und selber sehr erschrocken war, dann war es für mich wunderbar, wenn in der Redaktionskonferenz irgendjemand wieder mal mit diesen Bombengeschichten kam, dann habe ich nur gesagt, Jay, erzähl doch mal die Geschichte aus Bali. Und wenn er, der Bombenleger, wenn der dann sagte, lass sein, dann war es wirklich endlich gut. Aber was bedeutet das? Journalisten greifen gern schnell nach dem, was sensationell wirkt. Eine Bombe im Irak klingt auch sehr politisch. Aber sie verzichten darauf zu überlegen, was der deutsche Fernsehzuschauer für einen Wissensgewinn davon hat, wenn er wieder einmal weiß, dass in einem Ort, den die Deutschen sowieso nicht kennen, eine Bombe hochgegangen ist.
Ich sage, das ist kein Wissensgewinn. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit Kollegen von ARD aktuell, als ich schon nicht mehr da war. Ich habe nämlich öffentlich kritisiert, dass weder in der Tagesschau noch in den Tagesthemen, aber auch nicht in Heute oder im Heute-Journal, nach der Regierungsbildung vor 4 Jahren das gesamte Kabinett vorgestellt wurde. Für mich ist das eine wichtige Information. Es gab auch keine Sondersendung. Und an anderer Stelle habe ich mich besonders darüber mokiert, dass die Tagesschau an einem Sonntag um 20 Uhr nicht damit beginnt, dass die FDP den Koalitionsvertrag genehmigt hatte, sondern mit einem Bombenanschlag in Bagdad. Aber meine Kritik wurde von ARD aktuell damit beantwortet, dass es doch der größte Anschlag seit 2 Jahren gewesen sei. Welchen Gewinn haben wir davon, wenn wir das wissen? Wenn wir wissen, dass die FDP den Koalitionsvertrag unterschrieben hat, wissen wir, was das wahrscheinlich für unser Leben in den nächsten 4 Jahren bedeutet. Sehr interessant sind auch Meldungen über die Wasserknappheit in der Welt. Kriegt man auch sehr häufig am Wochenende im Radio. Sie bekommen Meldungen mit, dass alles ganz furchtbar werden wird und das Wasser sehr knapp wird. Aber es wird natürlich nicht gesagt, dass es nicht Deutschland betrifft. Also bei uns halt hören die Leute hier auf zu duschen oder ins Klo zu ziehen und so weiter und so fort. Und wissen Sie, was die Stadtwerke in großen Städten machen? Die pumpen Trinkwasser in die Kanalisation, damit überhaupt was abgeschwemmt wird. Also insofern, das mit der Wasserknappheit bei uns ist nicht so schlimm. Aber es wird berichtet, weil es klingt natürlich fürchterlich. Aber wenn es gemeldet wird, dass in Afrika, Asien oder vielleicht auch in irgendwelchen Gegenden Russlands das Wasser irgendwann knapper würde, dann ist es ja für uns keine Nachricht mehr. Insofern sage ich, zur Verantwortung gehört auch, dass wir Nachrichten so einordnen, dass sie Orientierung geben. Und es gibt schließlich das Problem, dass Journalisten manchmal Informationen verbreiten, die sie nicht kontrollieren können, die ihnen aber von Regierungen vermittelt werden. Dieses Problem haben wir im Irakkrieg gesehen. Dass es dort Massenvernichtungswaffen gäbe und wegen dieser Massenvernichtungswaffen müsse dieser Krieg geführt werden. Es gibt die berühmte Rede von dem amerikanischen Außenminister Colin Powell vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, bei der er eine vermeintliche Gifttube zeigt und behauptet, dass dies der Beweis sei, dass der Irak im Besitz von Uran oder irgendeiner anderen gefährlichen Substanz ist. Es war alles gelogen. Aber glauben wir Journalisten, dass der amerikanische Außenminister vor dem Sicherheitsrat lügt? Da sind wir doch so naiv, dass wir das nicht glauben. Aber wir müssen wissen, dass alle Politiker, wenn sie etwas durchsetzen wollen, es nicht mit der Wahrheit so ganz genau nehmen. Die Amerikaner und die Briten, insbesondere Mr. Blair seinerzeit, haben ihr Volk und nicht nur ihr Volk unglaublich angelogen. Nur, damit sie diesen Krieg führen konnten. Wir können froh sein, dass die deutsche Regierung damals unter Gerhard Schröder beschlossen hat, es nicht zu tun. Wie ist er dafür geprügelt worden, Gerhard Schröder zuerst? Zuerst, weil er es nicht machen wollte. Ich habe damals mit einem hochstehenden Person gesprochen, die in der Regierung ganz nah am Geschehen dran war, und habe gefragt, die Amerikaner haben alle Informationen darüber, was habt ihr? Antwort war, nichts. Ja, haben die Amerikaner euch nichts gezeigt? Antwort, bei einem NATO-Treffen kam jemand mit einem kleinen Gläschen, in dem das gefährliche Zeug drin wäre. Und das Erstaunliche ist, dass sich also auch Regierungen untereinander anlügen, und das erfahren wir nun gerade ja auch wieder wunderbar im Zusammenhang mit dem Handy von Frau Merkel. Wie soll aber dann ein Journalist Klärung bringen? Dann vertraut er möglicherweise der einen Regierung oder der anderen Regierung. Es gibt interessante Untersuchungen
über das Bewusstsein derjenigen, die Nachrichten konsumieren. Nachdem man wusste, dass es diese Massenvernichtungswaffen nicht gibt, man hat den Irak erobert und keine einzige Massenvernichtungswaffe gefunden, dann wurde versucht, das zu korrigieren. Und in den Ländern, die nicht am Krieg teilgenommen haben, also Deutschland und Frankreich zum Beispiel, wurde die Korrektur schnell aufgenommen. Man hat ja geahnt, dass es so ist. Aber in den Ländern, in denen die Existenz dieser Waffen von den Regierungen vermittelt worden ist, ja, die sind ja vielleicht noch vergraben oder werden mit Lastwagen hin und her gefahren, wurde vermutet, dass es doch welche hätte geben können. Und die Korrektur wurde nicht mehr so wahrgenommen. Das zeigt, welche Macht auch die Regierenden haben können, wenn sie die Medien mit etwas füttern, was nicht stimmt. Lassen Sie mich zum Schluss noch mal auf den Herrn Kant kommen. Es ist natürlich von mir sehr idealistisch, wenn ich sage, unsere Aufgabe ist es, aufzuklären. Das bedeutet natürlich auch, sehr kritisch zu hinterfragen, was wir selber tun. Aber es ist eine der nobelsten Regeln unseres Handwerks. Und insofern hoffe ich, dass wir immer wieder den Mut zur Vernunft finden. Ich danke Ihnen.